So, wir haben gerade 4 Sektuinen entdeckt. Drei davon konnten wir übernehmen. Eine steht da noch rum. Also knallen wir den erstmal ab. Oder versuchen es zumindest. Gut. Das ist hier der Anführer. Um den kümmert sich der Soldat. Yo. Gut gemacht. Der nimmt sich den vor. Ups, schmeißt die Wumme erstmal zur Seite. Und nähert sich, dass wir besser schießen können. Soren hat noch nicht mal eine tödliche Verletzung. Gut, Soren. Very well. Den hätten was besorgt, den Kollegen. Sorry, scheiße, Soren kann nicht mehr gehen. Ich wollte ihn jetzt eigentlich mal verstecken. Julia bleibt da mal. Ich schick Blackhand noch mal rein. So. Allzu viele sollten es, denke ich mal, nicht mehr sein. Okay, hier ist auch keiner mehr. Die Anführer sollten jetzt tot sein. Das heißt, wir haben mit keinen Psi-Attacken mehr zu rechnen, denke ich. Okay, Blackhand geht da in Position. Wir sollten vielleicht mal hier gleich rüber rennen, aber ich weiß es nicht. Ist mir zu gefährlich noch. Jawohl. Besser die als ich, sag ich immer. Das kam von hier irgendwo. Aber wo? Ich sehe nichts. Wenn der Blackhand das mal überlebt. Noch ein Zivilist. Wo kam das denn her, verdammter Mist? Wieder mal in die Richtung. Ich traue mich ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig. Und noch einer. Wahrscheinlich ist das der letzte und der mäht jetzt alle hier im Alleingang um. Wir müssen vorrücken, da hilft alles nichts. Nochmal hier rein, verstecken uns hier. Soren geht hier mal rum. Wenn ich nur wüsste, wer da ballert, dann wäre das einfacher. Okay. Auf dem Dach vielleicht oder so? Ich weiß es nicht. Wieso geht's denn nicht höher? Kacke. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt ist. Da war er. Mein Gott, ey. Jetzt killen die uns wieder das ganze Squad hier. Auf die letzten paar Meter. Das gibt wieder eine Bewertung, ey. Wie viel haben wir denn jetzt schon verloren? Drei Mann. Und massig Zivilisten. Ohne Blickkontakt kann ich leider auch kein Psi machen. Da. Eine scheiß Cyberdisk. Na warte. Die jagen wir hoch. Genug ist genug.
So. Ihr Wichser. Okay. Ich gehe mal hoch. Hier ist keiner, wie es aussieht. Ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach nicht. Sag mal. Noch eine Disc. Weg hier. Gardaback, bitte nochmal. Ich will jetzt hier kein unnötiges Risiko eingehen, nicht, dass wir ja noch 1000 Leute verlieren. Wegen dieser scheiß Disc. Ja, das war toll, das war echt gut. Das Gebäude schön hochgejagt, aber nicht die Disc. Ach, daneben nochmal. Hoffentlich klappt's jetzt. So. Na, geht doch. Und das war's. Dann war das die Cyberdisk, die die ganze Zeit um sich geschossen hat. Ja, toll. Die Mission hat sich ja wieder richtig gelohnt. 12 Zivilisten tot und 3 von uns. Geil. Und wir haben Beförderung, die 84 ist befördert worden. Na super. Das heißt, wir haben jetzt noch weniger Punkte als Ach ja, ist gut, ist ja Anfang des Monats erst. Dennoch. Ein Treiberaufklärer. Gut, der hat wahrscheinlich keinen Sprit mehr. Jetzt könnten wir die hier noch gleich mitnehmen, die Treiber. Na gut, geht wohl nicht. Will er nicht. Whatever. Sagt die Munition. Gut, haben wir bekommen. Sehr schön. Blasterbomben auch. Naja, so haben wir wenigstens nur Psi und eine Schwache verloren. Ist ja auch schon mal was. Ja, verkaufen wollten wir. Sorry an alle Abonnenten, die wieder gestorben sind, aber ich wollte es auch anders haben. Toter Sektoid kann weg, Cyberdisk kann weg. Nur 2 Cyberdisks in dieser Mission. Auch ungewöhnlich. So, die 84 ist befördert worden. Und damit kommt... wen haben wir als nächstes? Tess041 mit ins Team. Herzlich willkommen und danke fürs Abonnieren. Ja. Gut. Ansonsten wäre jetzt noch eine UFO-Mission ganz nett. Wen nehmen wir denn hier nochmal ins Team? Blackhand ist verwundet. 86, 87. Ach ja, da fällt mir was ein. Ich hatte ja vergessen, beziehungsweise keine Zeit mehr gehabt, die psionischen Werte zu vermerken bei den, wo wir neue Ergebnisse bekommen haben. Das werde ich jetzt mal nachholen. Die 95, naja, nicht wirklich. 96 ist sehr gut. 97 ist kacke. 98 auch. 99 sowieso. 100, ja, unter 50 auf jeden Fall ein Minus verdient. Ja,
Kann man mit leben. 70. Ja, 70 ist okay. Machen wir mal gleich plus, um es noch ein bisschen zu verkomplizieren. Aber das sollten jetzt alle gewesen sein. Jo, sieht so aus, alles klar. Damit ist die Zeit schon wieder rum. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.